Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber bevor es losgeht, kennt ihr schon unseren Führerschein-Guru? Er begleitet dich bei der Führerscheinausbildung, gibt dir praktische Tipps und echte Handlungsempfehlungen, wie du deine Fahrschule ganz easy meisterst. Sei nie wieder unvorbereitet für deine Fahrstunden und hol dir jetzt deinen Zugang. Erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem Führerschein-Guru bestehst du zu 100% deine Prüfung. Und jetzt würde ich sagen, los geht's! Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal der Fisch Academy. Ich bin Marco. Heute geht es um viele schwierige Verkehrssituationen. Ich wünsche euch mit dem Video viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Im weiteren Verlauf sehen wir, wenn wir gerade fahren, wir fahren in eine Einbahnstraße. Beim Anfahren etwas Gas geben, Kupplung erst jetzt raus. Zweiter Gang, hier sehen wir es nochmal, Einbahnstraße und Haltestellenbereich. Keine Fußgänger oder Fahrgäste da. Radfahrer kreuzen, also Radweg endet. Außenspiegel kontrollieren im rechten Schulterblick. Und dann schalten wir hoch. Sehen im weiteren Verlauf Vorfahrtsstraße. Auch hier von der Spur her sehen wir wieder in der Mitte diese hellbraune Linie, diese aufgeraute. Und ich sitze genau zwischen dem Bordstein und dieser aufgerauten Linie. Jetzt heißt es, nächste Möglichkeit, links abbiegen. Wir sehen an dem Verkehrszeichen, hier dürfen wir es nicht. Und dann sehen wir, dort kommt eine Straße links. Deshalb Spiegel, Spiegel, Blinker. Links, Gas wegnehmen. Brauchen den zweiten Gang und kreuzen jetzt Schienen, also Gleise. Das heißt, ihr müsst Spiegel Schulterblick links machen, dass wirklich keine Straßenbahn kommt. Hier kreuzen wir noch Rad- und Fußweg auch noch mal kontrollieren. Neue Straße, neues Glück, keine Verkehrszeichen. Da gilt die Regel rechts vor links. Wir sehen hier rechter Hand einen Straßenname. Parkende Fahrzeuge ist eine Lücke. Deshalb drehte ich die Kupplung, gehe im ersten Gang und wir sehen, das ist eine rechts vor links. Gehen wieder am Schleifpunkt und bringen die Kupplung langsam raus. Fahren geradeaus, Vorfahrt gewähren. Hier jetzt als Schwerpunkt, Besonderheit. Immer wenn wir geradeaus fahren bei Vorfahrt gewähren, braucht ihr im Querverkehr die Fußgängerradfahrer nicht beachten. Dadurch, dass aber jetzt hier ein Fuß- und Radweg eingezeichnet ist, seht ihr das, sind wir verpflichtet, die zu beachten. Hier kommt der Radfahrer, also der hat Vorrang. Und das Gleiche ist von der Straße gegenüber. Ne? Also jetzt krabbel ich, taste mich langsam vor, rechts, links schauen wegen Fußgänger, Radfahrer. Jetzt schauen wir nach dem Querverkehr, Fahrzeuge und nochmal gegenüber Fußgänger. Nicht, dass hier ein Fußgänger, Radfahrer ist und ihr bleibt hier mitten auf der Kreuzung stehen. Zweiter Gang. Die nächste nach rechts, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, Regel ist rechts vor links, links ist nur Kontrollblick. Ich nehme den ersten Gang, weil hier wieder parkende Fahrzeuge sind und die Straße dadurch schmal ist. Kontrollblick hat mich erledigt und jetzt einen langen Hals machen, dass keiner von vorne kommt, weil wir müssen den ja von rechts beachten. Haben die Hindernisse, sind quasi irgendwo in dem Gegenverkehr. Ist aber keine Einbahnstraße. Geh wieder im zweiten Gang. Und biegen am Ende der Straße rechts ab. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Regel ist rechts vor links, also von links oben maximal Kontrollblick. Geh trotzdem in den ersten Gang, weil auch hier in der Kurve parken Fahrzeuge. Kontrollblick habe ich erledigt. Jetzt konzentriere ich mich auf die Fahrzeuge von rechts. Und an der Kreuzung, an der nächsten nach links weiter. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Und hier haben wir genau das gleiche nochmal. Wieder vor uns ein Radfußweg. Deshalb muss ich die Radfahrer, Fußgänger im Querverkehr hier zuerst beachten. Also als erstes Fußgänger, Radfahrer. Wenn das gut aussieht, gehe ich etwas weiter vor. Beachte als Linksabbieger Gegenverkehr links und rechts. Sieht gut aus. Fußgänger nochmal kontrollieren. Schulterblick rum und weiterfahren.
Wir fahren geradeaus. Wir sehen anhand von den Richtungspfeilen, was meine Spur ist. Ampel ist rot, deshalb vom Gas gehen. Und hoffen, dass grün wird. Geradeaus. Ihr seht, das ist die linke Spur. Immer wenn man links abbiegen nicht darf, dann ist die Geradeausspur auf der linken Seite, so wie hier in dem Fall. Besonderheit ist hier, wenn ich grün bekomme, habe neben mir rechts ein helles Fahrzeug stehen, muss ich an meiner Linie bleiben. Wenn ich jetzt zu weit drüber lenke, würde ich den wegzwicken. Genau so. Wir folgen dann der Vorfahrtsstraße. Abknickende Vorfahrtsstraße nach links bin ich immer Erster, aber denkt dran, Fußgänger, Radfahrer müssen wir beachten. Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links, zweiten Gang habe ich, Spur halten, Fußgänger, Radfahrer nochmal kontrollieren, keiner da, fahren wir weiter. Ausreichend Abstand zu parkenden Fahrzeugen. Und nächste Kreuzung biegen wir links ab. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Ich ordne mich so weit, wie es geht, links ein. Komme dann automatisch in die Abbiegespur. Kontrolliere das nochmal. Und wenn wir grün bekommen, denkt dran, Ampel, grün, links abbiegen, Gegenverkehr und Fußgänger auf der linken Seite beachten. Das heißt, der vor mir müsste jetzt in die Kreuzungsmitte reinfahren. Gucken wir mal, wie weit er vorfährt. Bevor ihr hier über die Haltelinie fahrt, nochmal letzter Blick Ampel. Gegenverkehr keiner da, Fußgänger haben rot, Spiegel Schulterblick, Fahrbahnmarkierung achten, Verkehrszeichen zu. Zweiter Gang. Dann sehen wir, wir sind Vorfahrtsstraße, deshalb bis 40 beschleunigen, dritter Gang. In der nächsten Kreuzung fahren wir dann nach rechts weiter. Hier sehen wir Vorwegweiser, wo es da überall hingeht, also Richtung Altenburg. Dann sehen wir die Abbiegespur, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick rechts. Zweiter Gang, dann sehen wir hier, Drei-Phasen-Ampel ist rot und wir haben neben der Drei-Phasen-Ampel noch eine Zwei-Phasen-Ampel. Hier könnte der grüne Pfeil angehen. Sollte der angehen, könnt ihr ungehindert abbiegen. Die Fußgänger vor uns haben jetzt rot bekommen. Also entweder wir kriegen auf der Dreiphasenampel grün, dann müssten wir Fußgänger beachten. Oder es geht zusätzlich der grüne Pfeil an oder extra. Dann hätten wir freie Fahrt. So wie jetzt. Ungehindert abbiegen, Schulterblick rum, rechter Fahrstreifen, zweiter Gang. Nächste Ampelkreuzung biegen wir dann nach rechts ab, da sie rot ist. Gehe schon etwas vom Gas. Es hat keinen Sinn, jetzt richtig Gas zu geben, um vorne anzuhalten. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick rechts. Hier das gleiche nochmal, eine Dreiphasenampel und eine Zweiphasenampel. Das gleiche, was ich eben erklärt habe. Also kommt der grüne Pfeil, habe ich freie Fahrt. Wird die Dreiphasenampel normal grün, sind es die Fußgänger. Und ich fahre in eine Zone 30. Das sieht man jetzt von hier aus schon. Also es ist immer leichter, ihr schaut schon vorher an die Straßen rein, welche Verkehrszeichen kommen. Ne? Jetzt müssen wir Fußgänger beachten. Spiegel, Schulterblick. Achtet auf Fahrbahnmarkierung. Nochmal Schilder. Und eine Zone 30 ist eigentlich immer rechts vor links. Das sehen wir auch an der Kreuzung an der nächsten. Das Verkehrszeichen, Achtung, rechts vor links, wir biegen links ab, Spiegel, Spiegel, Blinker links, achten auf rechts, Gegenverkehr und die Fußgänger links. Lass uns das Fahrzeug hier reinlaufen, zügiges Kontrollieren, Seitenabstand halten, Sackgasse. Ihr habt das gesehen, stand da noch ein Sackgassenschild. Hier vorsichtig rumfahren, weil in Kurven stehen immer wieder die parkenden Fahrzeuge. Mindestabstand zur Seite 1 Meter. Das ist immer, wenn so eine Tür aufgeht, dass ihr immer noch genug Reserven habt. Und in der Sackgasse kommt dann wieder, suchen Sie eine Möglichkeit zum Umkehren. Es gibt die Möglichkeit in der Sackgasse wenden in 3 Zügen. Das muss man nicht machen. Ich zeige euch mal jetzt noch eine weitere Möglichkeit. Hier kommt eine Einmündung von rechts, rechts vor links.
Nach der Einmündung halten wir rechts an mit Blinker rechts, legen den Rückwärtsgang ein, schauen in den Spiegel nach hinten, ob frei ist, löse die Bremse und wie ihr seht, rollt er schon langsam zurück und lenkt mich in diese Kurve ein. Jetzt kommt ein Fahrzeug von hinten, da bitte immer sofort stehen bleiben. Jetzt kommt er kommt durch, die suchen sich ihren Weg. Und dann erst weiter. Nicht, wenn Fahrzeuge kommen, dann einfach hier weiter rückwärts fahren. Nach hinten rausgucken, Spiegel, Außenspiegel, den Bordstein suchen hier rechts. Und das sollte ja reichen. Wir kommen ja jetzt rum. Ne? Wir wollen ja noch umkehren. Demzufolge umkehren müssen wir jetzt nach links fahren. Erster Gang. Nochmal in die Spiegel schauen. Rechts, links schauen, dass frei ist. Beim Lenken dürft ihr übergreifen, Lenkrad dürft ihr durch die Hände gleiten lassen. Das geht alles ganz einfach. Ihr müsst also nicht unbedingt so zurücklenken, dann wackelt das Ganze. Und da hätten wir das Umkehren erfüllt. Hindernis, Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links. Achtet, dass kein Gegenverkehr kommt. Gehen in den zweiten Gang. Haben wir nochmal Hindernis. Und nach dem Hindernis kommt sofort eine versteckte rechts vor links. Seht ihr hier das Verkehrszeichen? Und die kann ich so schlecht einsehen, deswegen erster Gang. Geht wieder am Schleifpunkt, nochmal kontrollieren. Und dann biegen wir im weiteren Verlauf rechts ab. Spiegel, Spiegel, Blinker. Rechts. Links muss uns beachten, genau wie der Gegenverkehr. Man kann aber einen Kontrollblick machen, Spiegel, Schulterblick rum. Kommt zur Ampelkreuzung, zur nächsten, an der fahren wir nach rechts. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick rechts. Hier haben wir das wieder mit der Dreiphasenampel, die ist rot und die Zweiphasenampel ist aus. Das heißt, wird die Dreiphasenampel grün, müssen wir beim Rechtsabbiegen die Fußgänger hier rechts beachten. Geht der grüne Pfeil zusätzlich an oder für sich allein haben wir freie Fahrt. Gibt bloß die zwei Möglichkeiten. So hätten wir freie Fahrt. Ihr seht auch, die Fußgänger haben rot. Schaltet hier wieder einen zweiten, Kupplung langsam raus. Nächste nach rechts, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick rechts. Ordnen uns in die Rechtsabbiegespur ein. Unsere Ampel zeigt noch grün, für geradeaus ist rot. Wir haben sogar mit Pfeil. Aufpassen, dass er auch grün bleibt. Links kann man kurz kontrollieren, aber theoretisch die von links haben rot. Dann haben wir hier ein Fahrstreifenende, Reißverschlussverfahren, deshalb Spiegel, Spiegel, Schulterblick nach links. Sollte jemand auftauchen, vom Gas gehen, je nachdem, dass da nicht irgendwie zu Missverständnissen kommt. An die Geschwindigkeit denken, 50 km/h. Nächste Ampelkreuzung biegen wir dann nach rechts ab. Die Ampel kann man schon sehen, die ist rot, deshalb gehen wir etwas vom Gas. Können ab hier Spiegel, Spiegel, Blinker rechts machen. Und dann bitte hier aufpassen, jetzt haben wir hier rechts eine Busspur. Da dürfen wir natürlich jetzt nicht reinfahren und denken, das ist auch für uns die Abbiegespur. Ist nur für Linien und Schulbusse. Ja, also ihr müsst hier bleiben, letzter Blick Ampel, dann wie gewohnt rechts abbiegen, Fußgänger, Radfahrer, Schulterblick erledigen, Fahrbahnmarkierung, Verkehrszeichen, keine Verkehrszeichen da, rechts vor links. Das erste haben wir hier abgesenkten Bordstein, beschleunigen, gehen in den dritten Gang. Wir biegen dann nach links ab, ihr seht jetzt schon das Vorfahrtgewehr, da wo das gelbe Fahrzeug steht, also zumindest das Fahrzeug mit der gelben Plane. Das Problem ist, wenn ihr zu spät schaut, wäre hier der Punkt, wir hatten die ganze Zeit rechts vor links, das Fahrzeug verdeckt das Verkehrszeichen, da gibt es eine Regelung bis zu 10 Metern vor. Halt Vorfahrt gewähren, Andreaskreuz, Kreuz und Ampel ist bis zu 10 Metern davor das Halten verboten. Er hält es halt nicht ein. Wir sehen auf der linken Seite Ende Zone 30. Zumindest sollte man dann anfangen zu überlegen, na, das ist doch dann keine rechts vor links mehr. Also muss nicht zwangsläufig sein. Ja, aber wenn man immer daran denkt, wie die Vorfahrt ist, sieht man es dann spätestens nochmal hier. Aber es kann eben recht spät sein.
Vorausschauende Fahrweise ist ganz wichtig, weil früher sieht man das, wenn man schon vorher nach solchen Sachen sucht. Also Vorfahrt gewähren haben wir jetzt nach links, Querverkehr beachten, rechts, links, Gegenverkehr und Fußgänger kommen dazu. Deshalb erster Gang, langsam vortasten, auf die rechte Fahrbahnseite gehen, nicht, dass er einfach links bleibt, weil es ja keine Einbahnstraße, und durch zügiges Schauen, ob frei ist. Es ist schon recht schwierig. Und ihr habt auch gemerkt, der Abstand, wie die Fahrzeuge kamen, war vollkommen in Ordnung. Aber ihr müsst ans Gas denken. Wenn ihr da ohne Gas rausfahrt, seid ihr so langsam, dass die in der Zeit dann da sind und dann nehmen wir denen die Vorfahrt und machen eine Behinderung. Fahren zur Ampel vor, biegen an der nach rechts ab. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Als Rechtsabbieger Ampel grün. Wenn kein Pfeil da ist, Fußgänger. Das ist hier der Fall. Das Vorfahrtgewehren gilt, wenn die Ampel aus ist. Also die zwei Personen muss ich vorher über die Straße lassen. Erster Gang nochmal kontrollieren, in den Spiegel nochmal schauen, nicht, dass sich neben uns ein Fahrradfahrer eingeordnet hat. Das ist nicht der Fall. Ich fahre langsam los, schaue nochmal zur Ampel, mache meinen Schulterblick und nach der Person kontrolliere ich trotzdem noch, ob jemand angerannt kommt. Und ihr seht, die Fußgänger haben schon wieder rot. So, wir haben Vorfahrtsstraße. Wir folgen der Vorfahrtsstraße. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Zweiten Gang. Denkt an Fußgänger. Auch wenn wir einer abknickenden Vorfahrtsstraße folgen, sollte hier Fußgänger sein, hätten die Vorrang. Nächste Ampel ist rot. Jetzt wird sie grün. Ich beschleunige und gehe in den dritten Gang. Und die Ampel müsste eigentlich auch grün bleiben. Aber nie drauf verlassen. Letzter Blick Ampel. Nächste Straße biegen wir dann links ab. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Gegenverkehr Fußgänger, Radfahrer und wir fahren in eine Einbahnstraße. Wenn wir weit vorausschauend fahren, seht ihr auch vorne schon dieses Haltvorfahrtgewehr und man kann sich innerlich schon darauf vorbereiten, beim Stoppschild muss eine Haltelinie sein, wenn keine ist, Sichtlinie. Und vor dem Anhalten nicht gucken, ob frei ist. Das als Empfehlung. Geh wieder auf meine rechte Seite. Such meine Haltelinie. Und halte an dieser an. Zähle 21, 22, 23. Halten, schalten, erster Gang. Und hier ist das Problem. Vor uns sind Gleise. Wir können rechts, links schwer einsehen, lasst die Kupplung durchgetreten und öffnet etwas die Bremse, weil es geht ja leicht bergein und somit rollen wir nach vorne. Ganz leicht lasse ich im Grunde genommen das Fahrzeug durch die Bremse rutschen. Jetzt kommt eine Straßenbahn, da bleibt man natürlich stehen, ganz entspannt. Fußgängerin hier ist in dem Fall überhaupt kein Problem, weil wo ich vorgefahren bin, war frei. Sie läuft jetzt vor mir rum, da lassen wir sie natürlich durch. Wichtig ist, wenn ihr vorher jemanden seht, dann bleibt er stehen. Aber in dem Fall war niemand da, ich musste wegen der Straßenbahn warten. Wenn dann jemand kommt, ist es natürlich kein Problem. Das ist eine neue Situation. So, jetzt gehe ich weiter langsam vor. So, Straßenbahn sehe ich jetzt. Fahrzeuge auch frei. Und dann zügig über die Kreuzung drüber weg. Wir fahren wieder Einbahnstraße. Schalten in zweiten Gang, sehe Vorfahrt gewähren und biegen da nach rechts ab. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Empfehlung wäre bei Vorfahrt gewähren fast immer im ersten Gang. Wir sehen, dass frei ist, Fußgänger sind auch nicht da. Schulterblick, neue Straße, neues Glück. Zweiter Gang und hier das gleiche wieder. Ihr seht da vorne gleich, wenn ihr vorausschauend fahrt, dieses Halt-Vorfahrt-Gewehr. Wenn ich dran bin, wir schauen jetzt mal beim Losfahren noch mal gucken, dass keiner von hinten kommt. Kann es sein, dass die parkenden Fahrzeuge, das helle hier rechts, verdeckt mir deutlich das Verkehrszeichen. Wir biegen nach links ab, wobei man wird auch durch die Haltelinie aufmerksam
gemacht, biegen links ab, gehen an die Haltelinie, halten wieder so circa für 3 Sekunden an. 21, 22, 23 und bin jetzt der Letzte, der fährt. Es fährt alles vor mir, das sieht gut aus. Frei, denkt ein bisschen ans Gas, Schulterblick, Kupplung langsam raus, zweiter Gang. Dann sehen wir Vorfahrtsstraße, nehmen den dritten Gang und ihr seht von hier aus schon, dass ein Fußgängerüberweg kommt. Dritten Gang können wir lassen, ich gehe etwas vom Gas, sodass ich circa auf 30 km/h falle, kontrolliere, keiner da, fahre weiter und biege die nächste nach rechts ab. Spiegel, Spiegel, links nach rechts. Schwierig könnte es sein, was heißt schwierig, ne? Die linke Ampel, die obere Ampel und die rechte gilt für uns. Aber in der rechten könnte, weil wir ja Rechtsabbieger sind, der grüne Pfeil angehen. Seht ihr das an der Zwei-Phasen-Ampel? Das heißt, wenn ich jetzt mir da keine Gedanken machen, gucke nur zu der obersten oder zu der linken, würde ich das nicht mitbekommen, falls der grüne Pfeil angeht, wo ihr fahren müsst. Also was sagt uns das? Ihr müsst permanent immer gucken, was trifft auf mich zu. Nicht den Blick zu klein halten als Tunnelblick. Jetzt ist der grüne Pfeil angegangen, seht ihr das? Ich schaue natürlich, dass der auch anbleibt. Spiegel, Schulterblick, zweiter Gang. Halte mein Rechtsfahrgebot. Nächste Ampel ist schon wieder rot. Vor uns stehen jetzt so 3-4 Fahrzeuge. Man weiß immer nie, wie lange die Ampel grün ist. Aber ich richte mich gedanklich schon darauf ein, dass ich es eventuell nicht schaffe. Ich unterstütze mit etwas Gas, halte trotzdem Abstand und während des Schaltens immer zur Ampel schauen und drüber. Bitte niemals eine grüne Ampel unterschätzen. So, das war's zu diesem Schwerpunkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.